Titonus war ein stattlicher trojanischer Prinz, der Bruder des Königs Priamos von Troja. Zufällig traf er die schöne Göttin der Morgenröte, Aurora. Die Göttin und der junge Mensch verliebten sich sofort ineinander. Aurora war jedoch besorgt, dass Titonus ein Sterblicher war und sie deshalb nicht für immer zusammenleben konnten. Daraufhin bat sie Zeus, ihn unsterblich zu machen. Aurora erhielt ihren Wunsch, vergaß aber, auch um das Geschenk der ewigen Jugend zu bitten, sodass Titonus weiter alterte. Als er 150 Jahre alt war, konnte Titonus nur noch wie ein Baby sprechen. Viele Jahrhunderte vergingen und Aurora schloss ihren Mann in ein Zimmer ein. Titonus lebte noch, aber alles, was von ihm übrig blieb, war eine vertrocknete Schale des Mannes, der er einmal war. Der Segen des ewigen Lebens hatte sich in einen Fluch verwandelt.